dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Wir sammeln noch Holz auf. Warte mal, dann gehe ich mal wieder mit der Kamera ein bisschen näher dran. Damit ich die Holzstämme auch finde. Hä, was ist denn da bei dem Haus? Was muss ich denn da machen? Achso, das Feuerholz abgeben. Und die Kohlen, ja, ja, macht schon Sinn. Ach, da kann ich schlafen. Oh, guck mal, da gehe ich mal speichern hier. Aber ich dachte, es wäre hier so ein... Naja, ich dachte, es wäre so ein Missionspunkt. So, nochmal einen Apfel mitnehmen. Ihr könnt auch mal hier in die Kommentare schreiben, wenn ich hier diese Rennen machen soll, ob ich das auch offscreen mache oder ob ihr sagt, nein, wir wollen das alles sehen, was du tust. Schreibt mal einfach rein, will alles sehen, was du tust, oder mach ruhig mal. Also, mach ruhig mal bedeutet, ich mach, was ich will und schneid Sachen raus und mach auch was, ohne es aufzunehmen. Und wenn ihr schreibt, ich will sehen, was du machst, dann werde ich alles aufnehmen, was ich hier tue in diesem Spiel. Das ist eure Hausaufgabe. Nehmt euch einen Stift in die Hand oder euer Handy oder euren Laptop oder was auch immer ihr gerade habt und schreibt unter das Video, ne, mach ruhig mal oder ich will sehen, was du machst. Das sind so die zwei Optionen. Das ist eure Hausaufgabe, bis zum nächsten Video. Also ich werde wahrscheinlich jetzt mehrere Folgen aufnehmen, aber ihr seht es dann halt in ein paar Folgen, ja. Das geht ja immer nicht so von heute auf morgen. Der dauert immer so ein bisschen, bis ich da reagieren kann, gescheit. Gut, jetzt nehmen wir hier das Holz noch mit und dann gehen wir hier runter. Da müssen wir doch, glaube ich, sowieso hin, weil da war doch die Frau, die uns zum Holzsammeln geschickt hat. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt nicht irgendwie so doppelt muppelt. Und dann schließen wir quasi die Aufgabe mit dem Holzsammeln eh schon ab, weil wir der Frau irgendwie Kohle bringen oder so. Das wäre dann natürlich ein bisschen doof, ganz ehrlich. Das fände ich etwas doof. Aber nur dezent. Dezent doof. Gut, weiter geht's. Ich glaube, ich brauche tatsächlich 20, also noch 8. Das Pferd steht ja immer noch rum. Oha. Ich dachte, das wäre mittlerweile in Sicherheit oder so. Na, hier kein Holz am Rumliegen. Wieso liest du da jetzt kein Holz? Das ist ja blöd, nicht wahr? Ich hatte mich so gefreut. Nach Holz. Wo ist es denn? Da muss doch noch irgendwo ein Holz sein. Der gute Holz. Ach, egal. Bin ich wahrscheinlich zu doof, es zu finden. Aber mein Gott, so ist das halt manchmal. Manchmal ist man halt einfach auch zu doof für alles. Das passiert. Das passiert jedem, sogar den allerbesten. Ein Arbeitskollege von mir, der sagt immer, wenn wir zu zweit irgendwo arbeiten und ich irgendwas mache, sagt er, du bist einer der zwei Besten hier. Also versteht er? Er und ich. Einer der zwei Besten. Ach so, das ist so ein grünes Ding. Aha. Aha. Das ist das Geld. Ach so. Dann sollte ich vielleicht da drüben auch nochmal schnell hin, aber vielleicht liegt da auch noch was Grünes. Da habe ich nämlich gar nicht drauf geachtet. Ich habe auf Holz geachtet, aber nicht auf was Grünes. Könnte schon sein, dass es ihm hier runtergefallen ist. Habe ich auch ganz vergessen, dass ich Geld suchen muss. Immer dieses böse Geld. Es spielt sich halt alles immer ums Geld, ne? Immer dreht sich's ums Geld. So. Das muss doch hier sein, da drüben. Da vor mir. Hier quasi genau... Ah ja, da ist es ja. Hä, wieso habe ich denn das von der anderen Seite nicht gesehen? Bin ich bescheuert irgendwie? Wahrscheinlich bin ich es. So, rein damit in die Tasche. Gut so, Peggy. Und jetzt weiter. Weil, na gut, die Ausdauer hält schon noch ein bisschen. Also wir haben schon noch ein wenig Luft. Gut. Laufe ich hier richtig? Ich bin nicht sicher und ich würde auch gerne noch ein bisschen Holz sammeln, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe hier schon alles eingesammelt.
Ich muss hier runter. Da ist noch ein bisschen was. Okay, das können wir vielleicht noch mitnehmen. Oh, eine Rübe. Nice. Ich finde es ein bisschen komisch, dass ich gar keine Karotten mehr gesehen habe. Huch. No more carrots. So, Karotten hätte ich schon noch mal gerne ein paar eingesammelt, ehrlich gesagt. Aber na gut. Wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Hätte ich denn lieber runter? Ne, hier oben geht's auch. Aber ich muss hier dann scharf links. Wie viel habe ich jetzt schon? 12, oh mein Gott, ich finde niemals noch 8 Holz. Also schon, aber nicht jetzt, das ist ja voll doof. Da muss ich ja noch erstmal ein paar Runden drehen, damit ich das alles beisammen habe. Ja, das ist jetzt Geld. Was suche ich denn jetzt? Ich suche Geld und Holz. Was ist das hier für ein Symbol? Das muss doch direkt vor mir liegen hier. Ah ja. Da frage ich mich schon, was dieses graue Symbol zu bedeuten hat da oben. Das wollen wir uns, glaube ich, nochmal kurz angucken. Würde mich jetzt schon in der Tat derbst interessieren. Ah ja. Ach, hä? Jetzt ist das grün. Wieso ist das auf einmal grün? Da muss ja da irgendjemand sein. Der mir vorher nicht aufgefallen ist oder so. Aha. Ah ja, der Junge, natürlich. Da ist er ja, der Verlaufende. Na, Boy? Du hast dich gefunden, wie schön. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ich werde das nie vergessen und meine Oma wird überglücklich sein. Das verlorene Hündchen. Ach, ich habe das Hündchen eingesammelt gerade. Lol. Oh nein, was ist denn mit ihm los? Seine Augen sehen ganz komisch aus und irgendetwas scheint in seiner Pfote zu stecken. Sieht aus, als wäre es eine Glasscheibe von einer zerbrochenen Flasche. Die Leute sind heutzutage echt nachlässig. Könntest du ihn zu Barbara bringen, die Tierärztin des Stalls von Jorvik? Vielleicht kann sie ihm helfen. Machst du es bitte für mich? Ja. Ich nehme es mit, das kleine Ding, wa? Und bringe es mal zur Tierärztin Barbara nach Jorvik. Weil ich so ein Netter bin, mache ich das. Sonst nicht, aber weil ich so ein Netter bin gerade, finde ich das okay und deswegen tue ich das so. Gut. Dann ist die Frage, geben wir das jetzt ab? Habe ich da überhaupt schon... Ja, da kann ich schon die andere Aufgabe auch mit abgeben. 4, also noch 6 Stück. Jetzt, wenn ich den habe, noch 5. Da oben sind noch 2 angeblich. Könnte allerdings auch Geld sein. Okay, drehen will ich hier so oder so. So vielleicht nicht, aber so links rum. Okay, also jetzt den dann noch holen und dann waren wir noch nach oben zu 2. Aber das reicht auch nicht. Einen brauche ich ja dann immer noch. Vorausgesetzt, das ist alles Holz und kein Geld. Da ist ein Apfel. Eine Rübe. Da muss das irgendwo sein. Hier an dem Felsen, an dem Baum. Da, ja. Okay, 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 okay. Jetzt haben wir 16. Das heißt 4 noch. Da oben sind noch 2. Wie sieht das aus hier auf der Karte? 2. Das sind in der Nähe nicht mehr so viele, glaube ich. Pferd, entspann dich. Da sind noch 3, wenn ich das richtig sehe. Und da unten noch 1. Und da auf der Insel ist auch noch was. Oh je. Und ich renne volle Kanne gegen den Baum. Natürlich auch nicht so geil. Und es wird Nacht, liebe Leute. Und da kann ich auch noch was abgeben. Was ist denn hier? Und was ist da? Das ist so pink. Was ist denn da links? War da Alex oder was? Okay. Was suche ich hier? Was finde ich hier?
Okay, das ist ein Baum, oder? So ein Ast hier. Ah, ne, Geld. Okay, ist klar. Das ist einmal Geld. Und dann ist hier eine Übernachtungsmöglichkeit. Jop, genau. Oh, und das ist eine Rübe. Eine Karotte. Ah, ne, es ist Holz. Ich dachte, es wäre eine Karotte. Wieso dachte ich, es wäre eine Karotte? Wie kann man ein Stück Holz mit einer Karotte verwechseln? Oh, Peggy. Oh, oh, oh. Jetzt wird's aber... Jetzt wird's gruselig. Wenn ich schon so anfange. Okay, es fehlen mir immer noch 3 Stück. Jopsi, 3 Stück, oder? Nee, 4. 5. Nee, 17, da. 3 Stück. Na komm. Das noch und dann das da oben noch. Und wisst ihr, was mir gerade passiert? Ich werde gerade müde, weil es hier so dunkel wird. Das ist, ich lasse mich gerade total von dem Spiel anstecken. Das ist schon ganz schön crazy. Muss ich schon mal sagen. Wo ist es? Da, achso. Ich finde diese Karte da immer ein bisschen verwirrend. So, ach nein, einsammeln, einsammeln. Oh. Okay. So. Und jetzt brauche ich noch 2. 1 noch. Und hier auf dem Weg nach unten, da kommen wir noch an einem vorbei. Jetzt sind wir ganz schön hier abseits vom Schuss gekommen. Aber na gut. Ich hoffe, wir finden da jetzt noch rechtzeitig hin, bevor hier die richtige dunkle Nacht einbricht. Oh ja, das ist ja schon... Da gehen wir noch hin, das holen wir uns noch da unten, das Stück Holz. Hätte ich jetzt mal das oben mitgenommen, oder? Blöde Sache. Das hier, das möchte ich noch haben. Hier, den hier, seht ihr das auf der Karte oben rechts? Den da will ich noch und dann gehen wir hier rüber zu der guten älteren Dame, die ja Feuerholz braucht. Hier, genau, hier könnte ich schlafen. Und da rechts könnte ich irgendwas abgeben. Aber wir gehen jetzt mal hier und dann gehen wir da ab. Und dann schauen wir mal, was wir so für Aufgaben kriegen. Vielleicht liegt da ja auch nur Geld und das ist gar kein Holz. Das wäre natürlich skandalös. Dann müsste ich hier weiterreiten. Da sind 3 Punkte, also da wird schon irgendwas sein. Ja, ich merke schon, dass sich mein Pferd nicht wohlfühlt. Das tut mir auch sehr leid, aber ich habe gerade keine Alternative. 5 Äpfel habe ich wieder. Na gut, ein bisschen Zeug hätte ich schon. Also ich habe schon ein bisschen kümmern kann ich mich schon. Das Pferd zumindest trinken, nachfüllen. Das ist auf jeden Fall drin. Aber ich möchte halt schauen, dass ich jetzt die Aufgaben fertig mache. Weil wenn das jetzt hier dunkel ist, dann finde ich nämlich nichts mehr. Weil da sehe ich ja kaum die Hand vor den eigenen Augen. Das ist schon so ein bisschen problematisch für mich. Wo ist hier der Holzstamm? Ne, seht ihr was da hinten? Okay. Ich wollte gerade sagen, seht ihr was passiert? Ich sehe das dann nämlich nicht mehr. Und dann bin ich total verwirrt. Okay. Jetzt ist da auch ein... Ach, tatsächlich, da ist jetzt ein Spawn, also ein Holz erschienen. Naja, egal. Schon sieht man nichts mehr richtig. Ah, und hier ist eine Speichermöglichkeit. Dann speichern wir hier mal und gehen mal schlafen. Genau, das ist eine gute Idee. Und dann ist es am nächsten Morgen schon gleich viel besser und wir können natürlich die Aufgabe abgeben gehen. Ein neuer wunderbarer Morgen bricht heran. Und jetzt gebe ich das erst ab und dann fütter ich mein Pferd. Das machen wir dann da vorne hier schön am Wasser. Das ist natürlich total super. Mal schauen, was sie sagt zu ihrem Geschenk. Dass ich so fleißig war und das war jetzt wirklich anstrengend, das Holz zu sammeln. Na, tausend Dank. Das reicht für den Winter. Oh, eine Zunderbüchse von Mr. Barnebusch. Ah, also ist es Barney. Jetzt kann ich wieder Feuer machen. Vielen Dank. Nun werde ich zumindest diese Nacht gut überstehen. Okay. Okay, okay. Gut. What's next? Next ist
Back to Hillcrest City, oder? Genau, Pferd füttern und dann ab nach Hillcrest. Ich mache mal kurz eine Speicherung. Dann füttere ich mein Pferd und dann reise ich nach Hillcrest. Yo.